Ellie Ney und ihr Chauffeur. Tonbandprotokolle aus der Limousine. Ein Feature von Axel Fuhrmann. Bitte, wo ist die Luitpoldstraße? Luitpold Hotel. So, danke. Oh, ist das Mädchen aber. Fräulein, wo ist die Luitpoldstraße? Luitpoldstraße. Luitpold Hotel. Ich müsste wieder zurückfahren. So. Bei der Postnunte, ne? Aha, bei der Postnunte. Ich sehe aber nichts. Wo sind wir denn hier ganz am Ende? '58 habe ich sie in einem Hauskonzert erlebt und war ein großer Eindruck für mich, der mich also auch nicht losgelassen hat. Und daraus entstanden dann Gespräche und ein Briefwechsel. Und das entwickelte sich dann so zu einem Art Programm, das dann dahin führte, dass ein Auto zur Verfügung stand da, mit dem ich sie dann chauffierte. Mondscheinsonate, das war ja typisch. Also ich muss doch den Takt auszählen können im letzten Satz noch. Da ist doch nicht wahr, der fängt doch an mit der Arpeggio hinauf. Und da kommen die beiden Schläge. Rampam, nicht? Und nicht zwei Schläge, sondern es ist nur ein Schlag und der zweite kommt Piano dahinter. Die Sonate fängt pianissimo an, nicht wahr? Ohne jede Steigerung kommt plötzlich ein Forzato. Das heißt, das Tonband wurde platziert auf die Rückbank. In die Mitte, dass ich das auch so ein bisschen handhaben konnte. Und das Mikrofon pendelte am Rückspiegel, auch in der Mitte der Armatur, mit dem dann die Gespräche aufgenommen wurden im Auto. Aber dieses Forzato ist im Pianissimo. Das ist noch ganz was anderes, als wenn es im Forte ist. Also das darf gar nicht so gewaltsam schlagen. Und noch was kommt dazu. Also dieser Anlauf dahin, der darf ja nicht übereilt werden. Das heißt, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Dann macht er. Man hört die Läufe gar nicht, die hinaufgehen. Man weiß also gar nicht, was da vorbereitet ist zu diesem Forzato. Nicht müde war und überhaupt gut in Form war und angeregt war, konnte sich so gut erzählen. Also druckreif. Und hatte ja eben ein Gedächtnis
Das fand ich faszinierend. Daher die Idee mit dem Mikrofon, diese Gespräche aufzunehmen. La 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 la, da kommt der Schlusspunkt. Eine Fermate, dann geht's wieder von vorne los. Und dann kommt das Thema. Das ist keine Beruhigung, das ist auch leidenschaftlich noch und aufgeregt, dieses Thema. Wenn sie das selber interessant fand, was sie selber erzählte, dann sagt sie, hast du das Ding auch eingeschaltet, das auch genommen? Ja, also dieser Gedanke, was wird daraus, kann das missbraucht werden, war nicht da. Es war ja alles eine Vertrauenssache. Das ist doch nur das Selbstverständlichste, was man von einem, der sich mit der Materie, also einem Musiker oder eben einem Dirigenten verlangen kann, nicht wahr? Dass er das weitergibt, was Beethoven ausdrücklich so gestaltet haben will, denn es steht doch eigentlich überall dran, nicht wahr? Oder wenn, muss so ein Dirigent die Noten lesen können, ja, nun, ein Musiker, also, nicht? Ich meine, das ist nun wie man jede, bei jedem Buch zwischen wenn er nur beispielsweise, tada, wenn er das schreibt, nicht? Ja. Boom. Und der hat aber die Kraft nicht, diese Energie hineinzubringen. Da klingt eben da, ja. Da ist es nicht 1, 2, 3, 4, 1, sondern da 1, 2, 3, 1, da ist also drei wären. 1, 2, 3, 1, dann macht er dieses 16. nicht scharf. Tada, 1, 2, 3, 4, 1. Das ist ganz genau. Wow, im C-Moll-Konzert, das fängt an. Ich war bam, 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 bam. Da machen sie wieder umgekehrt. Da spielen sie bam, 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 tadam, bam, bam. Statt 1, 2, 3, 4, 1, war da. Dieser Rhythmus muss einem Menschen ins Blut gegeben sein. Das war was Neues. Es war ja dieselbe Zeit, wo sich Stereo-Schallplatten-Einspielungen anfingen durchzusetzen, Ende der 50er, zweite Hälfte der 50er Jahre. Und da habe ich aufgehorcht. Irgendwie. Und da habe ich die Konzerte aufgenommen, die sie dann abhörte, um daran zu arbeiten, dann am nächsten Tag mit den Notenkontrollen. Aber das nun wirklich nachhören und daran arbeiten, das gefiel ihr. Sie wollte die ja am Tag nach dem Konzert abhören. Also dann musste sie im Auto abhören, denn wenn man am nächsten Konzertort ankam, musste sie ruhen, um abends fit zu sein. Und am nächsten Morgen die Fahrt weiter. Zu energischen Episoden. Und wenn man die dann nicht energisch spielt, das kommen nur die Kritiker, die merken das nicht. Also wenn ich zum Beispiel Lieder 110, da steht doch Dolce mit tiefster Empfindung am Anfang von vom ersten Satz. Und Pian
Pianissimo-Läufe. Da ist doch noch gar kein gewalttätiger Beethoven oder kein heroischer Beethoven. Könnte ich nicht unterscheiden. In der 109 ist mehr Heroismus. Ich werde sie nochmal spielen. Was habe ich denn noch? Weltanschauung, immer wieder bei ihm, durch nachts im Licht, verleuchtet wird durch, ja, oder natürlich. Verbogen sind wir in der Kreuzersonate, die ich mit Willi Strauss, da kommt das wunderbare zweite Thema. Dann kommt aber das kann man doch nicht auch weiß spielen. Und die ist ganz scharf pointiert. Zu haben, der ihm Kraft gibt, Vertrauen einflößt und von dem man sich verstanden fühlt. Das war ihr wichtig. Und wie sich das dann zum Briefwechsel entwickelte, kam so der Versuch auf, sozusagen Codes zu entwickeln, die nicht jeder zuordnen konnte. Also Kosenamen, Vertraute, Anreden, die einfach dazugehören. Begann so. Das erste Wort war Enkel. Anstatt Engel. Engel im Sinne von Schutzengel. Und da kam sie auf die Idee, Enkel. Das geht doch. Wir wissen, was damit gemeint ist und keiner kann hinter die Brille gucken. Elinei an Fritjof von Bodungen, Hotel Österreichischer Hof, Salzburg 1958. Aufgewühlt durch einen Sturm von Gefühlen, den Ihr Brief in mir erregt hat, schreibe ich Ihnen, ohne meine Gedanken zu ordnen, sondern wie sie mir in die Feder kommen. Sollte ich wirklich in Ihnen den Freund gefunden haben, nachdem ich mich unbewusst lange gesehnt habe? Ich nehme an, dass alles, was Sie mir geschrieben haben, Ihre aufrichtige Meinung gewesen ist und will daher auch ebenso offen gegen Sie sein. Und dann erscheint in einem der frühen Briefe, das sind die Anrede, Enkel treu. E-treu, schreibt sie. Und meiner Erinnerung nach war das noch auf dieser frühen Ebene Enkel treu. Was ausdrücken sollte, dass es eben in Bezug auf sich ein sich anbahnendes Vertrauensverhältnis auch um Zuverlässigkeit, Treue ging, also dass man sich gegenseitig einordnen konnte. Elinei an Fritjof von Bodungen. Ohne Ort, 19.03.1959. Sie, mein lieber Etreu, sollen niemals beschwert sein. Und ich werde auch nicht über Sie bestimmen. Dass Sie am Ende meines Lebens, als alles schon beinahe hoffnungslos verkrampft und auch deshalb gesundheitlich gestört war, plötzlich erschienen, wie eine Hilfe von oben, betrachte ich als göttliche Fügung. Und als ein wertvolles Geschenk. Mein Herz ist dankerfüllt und darf sich wieder freuen.
Als Geschenk erbitte ich mir ihr Vertrauen, das sie ja wichtiger fanden als Liebe. Eigentlich ist dann der ganze Briefwechsel darauf hinausgelaufen, dass sie den Begriff Engel im Sinne von Schutzengel brauchte und sagte, mein lieber Engel, mein guter Engel oder einfach mein Engel. Das waren die Anreden in den Briefen. Elinei an Fritjof von Bodungen, Braunschweig, 7. Juni 1959. Mein Engel, heute Vormittag im Hildesheimer Theater hatte ich eine schaurig schöne, traurig wehmütige Vision. Mitten in der Waldsteinsonate erster Satz sah ich dich plötzlich links vor mir zwischen den Kulissen stehen. Es war dunstig, dämmerig auf der Bühne. Aber du verschwandest, als ich versuchte, dich zu erkennen. Später warst du wieder da, einen Augenblick sichtbar, winktest mir sogar zu. Nun glaubte ich sicher, du seist gekommen und fantasierte während des Spiels darüber. Die 31.3, die besonders gut gelang. Aber im vorletzten Satz wurde mir schwarz vor Augen. Ich zwang mich noch zum letzten Satz, dachte nur noch, dass ich in der Pause in deine Arme fliegen würde. Aber dann war der Spuk vorbei. Du warst nicht da. Ich fragte, ob jemand hinter den Kulissen war. Es hieß nein. Ich fühlte mich ja trotz dieser Bindung als freier Mann, den sie ja in mir gesehen hatte, und das Recht, mit anderen umzugehen, war für mich eine Selbstverständlichkeit. Soll ich die Szene erzählen? Hotel, Empfangsdame, einchecken. Und ich betrachte die Rezeptionsmädchen. Und sie sieht das und sie sieht deren Blick auf mich und erzählt mir einen Tag später, wie sie das gestört hat. So, und das musste man dann abarbeiten. Und das ist natürlich etwas, was mir nicht so einfach fiel, weil ich das jemanden angucke. Also ich fühle mich da ja frei und fühlte mich da frei. Denn ich war ja sozusagen nicht unkommunikativ. Sie wollte, dass ihre Vertrauensfähigkeit und ihr Vertrauensbeweis nicht gestört wird. Das wünschte sie sich. Fährst du wieder zurück? Wir kürzen jetzt den Weg ab. Wie? Wir fahren jetzt einen kleineren Weg und dann kürzen wir ab. Also, wenn Beethoven ein Crescendo macht, dann eilen die Leute alle. Und ich halte zurück, um das Crescendo noch ausgedehnter machen zu können. Verstehst du? Dam, ba, drr, da, da, dam, kommt in den Mondschein vor. Nicht? Da spielen die anderen. Dam, da, du, ja, da, da, du, ja. Ich spiele den Triller aus. Drr, da, 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 dam, ba, drr, da, 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 damit man nur die ganze Kraft dieser Stelle hört. Nach Krefeld, bitte. Ja, Krefeld, sag doch lieber mal ja. Aachen. Fahren Sie hier rauf, circa 7 Kilometer, dann müssen Sie rechts ab. Die Straße 57, gell, Bundesstraße. Ja. Danke. Ja, wir müssen nach Aachen. Das ja, das ist nach Aachen über Krefeld, ne? Die Wege Aachen über. Nö. Nee, eben. Über Krefeld nach Aachen. Ja. Ja, so. Über Aachen nach Krefeld. Geht das über ja, Krefeld nach Aachen? Ja, das ist der beste Weg. Gell? Ja, ja. Gut, also hier diese Richtung. Dankeschön. Ja, ja. Wiederschauen. Wiedersehen. Ja, ja, das ist schon die Richtung. Aus ihrer Gefühlserinnerung dirigiert sie sich in mich, wo ich langfahren sollte.
Es funktionierte aber nicht. Also da mussten sie damit fertig werden. So dass man ja manchmal auf der falschen Richtung war. Und sie war immer dabei und sagt, Fenster runter, wo geht's hier dahin? Mach sie dann, anstatt mich das machen zu lassen. Ne? Da dachte sie sich gar nichts bei. Ne? Ein bisschen was von der Appassionata vom zweiten Thema. Sind wir verkehrt? Nee. Aber Kind, das können wir uns doch nicht erlauben. Du musst einen Plan vor dir haben. Hab ich ja. Ich hab den Straßenschild. Was ist denn aufgeschrieben? Ich musste immer daran denken, wie zart Brahms das macht, wenn der mal so ein Volkslied. Oh, wenn Brahms einmal weich und zärtlich wird in einer Symphonie, dann ist er hinterher sofort wieder hart. Ja. Und nimmt das sozusagen zurück und sagt, nein, wir dürfen uns dem nicht hingeben. Genau, wir müssen Beethoven stark bleiben, genau wie Beethoven. Ja. Und dann fußt Brahms ja noch mehr auf Bach und Händel als Beethoven. Mhm. Es war so, dass ich eben zu schnell fuhr, weil ich zu jung war. Und wenn sie dann müde wurde, dann hat sie das nicht mehr so gemerkt. Wenn aber dann mal eine unvorhergesehene, etwas schärfere Bremsvorgang anfiel, da wurde ich richtig böse. Da erschrak sie sich erstens, weil sie im Halbschlaf war, aber auch wenn sie im Reden war, schimpfte sie immer. Soll doch nicht so stark bremsen. Fahr doch nicht so schnell, dann brauchst du nicht so scharf bremsen. Ihr Zuhause war das Hotelzimmer. Wenn sie ihre Koffer ausgepackt hatte, hatte sich sie ihr Wohnzimmer oder ihr Schlafzimmer hergerichtet. Sie wollte das ganze Zeug haben, damit sie sich jedes Mal ein Zuhause baut. Und ich war dann immer der Meckerer, der sagte, das ist zu viel, das muss weg, dafür können wir ein paar Schuhe mehr mitnehmen und so weiter. Disziplin, maßvoller Packen, das machte sie dann auch mit, ja, und sagte, okay. Und dann brauchte sie die Essenstüte mit den Reformhäusern. Da muss ein Teller und Löffel und alles in einem Tütchen drin. Ich sagte, das ist zu viel. Hat sie dann akzeptiert. Aber unter ein bestimmtes Maß ging es nicht. Das Hotelzimmer war voll von Zeug. Also unter 4 Koffern ging es nicht.
was ich gehört habe von deinen Aufnahmen, das müsste man doch noch mal, die Platte muss ich noch mal hören, das Band. Das Band, das müssen wir noch mal genau hören. Das konnte man ja neulich so schlecht verstehen. Die andere Sache war, die Konzerte aufnehmen, wenn das die Umstände erlaubten. Zeitlich auch, während sie ruhte, ging ich den Stetsmikrofon im Saal auf, das nicht merkte, musste sowieso immer gucken. Ich wusste genau, wie die Beleuchtung sein musste, nämlich halb matt. Ich wusste genau, wie der Flügel stehen musste auf dem Podium, nämlich nicht genau rechtwinklig zum Podium, die Tastatur, sondern ein ganz kleiner Winkel rangezogen, sodass der Winkel die Hände und die Tastatur zu sehen kleiner war. Also das ist eine Zentimetersache. Sie wollte möglichst dicht gesehen werden beim Spielen. Wir sind übrigens bei der netten Gerlach, Dr. Lydia, eingeladen zum Essen. Die Katrinchen, die macht doch dann wunderbares Rohgemüse. Das kriegen wir dann nirgendwo. Nicht? Da fahren wir eben hin. Das aus Klavier kann ich noch ein paar Tönchen spielen. Das ist nämlich ganz nah bei den Huttenseelen. Da schauen wir uns zugleich den Flügel an, nicht? Das sind nur ein paar Schritte. Es ist aber schön, dass ich endlich mal den großen Saal habe. Ich habe nämlich immer in den letzten Jahren in so kleinen Sälen in Würzburg gespielt, wo man gar keine Luft kriegte, wo dann der Sauerstoff direkt weg war. Und jetzt habe ich die Aufnahme gemacht, wenn das ging, und dann war sie dann schon ganz engagiert darauf, die abzuhören, um dann mit den Noten auf den Knien das zu kontrollieren. Und sie sagte eben, dass hier dieses Abhören ihrer Konzerte gut tut, weil es ihrem Bedürfnis entgegenkam, immer weiter an den Werken, die sie schon Jahrzehnte gespielt hat, zu arbeiten, sich innerlich immer wieder neu damit auseinanderzusetzen. Darum, dass sie in dem Augenblick, wo sie das hörte und anzeichnen wollte oder aus der Erinnerung etwas eintragen wollte, ehe es aus der Erinnerung rausgeht, einen Stift zur Verfügung hatte. Neulich, als wir wegfuhren, da habe ich im Auto abgehört, die Bänder, die Musik. Ja. Und das hat mich so schwindelig gemacht. Ja, gerade wenn auf der Autobahn geht sowas. Naja, ich habe es ja überlebt. Also. Aber ich sage mir immer, wenn ich mal nicht schlafen kann, das hat einen Sinn. Da muss ich klar werden durch Nachdenken. Ja. Dann ergebe ich mich in mein Schicksal. Dann fange ich an, eben zu suchen, Schuld bei mir. Dann tue ich manchmal beten. Und dann geht's, dann schläft man auf einmal ein, ohne es zu merken. Ja, oh Gott. Ja. Da brauche ich aber nur kurz zu schlafen, dann ist schon wieder gut. Jetzt mache ich die Augen zu, ja. Thank you.
am 23. Juni 1935, Ansprache zur Eröffnung des 5. volkstümlichen Beethovenfestes in Bonn. Wir haben ja das wunderbarste Vorbild an unserem Führer, bei dem jedes Wort und jede Handlung eine Wiedergabe ist von heiligster Überzeugung, von unerschütterlichem Glauben. Diesen Glauben wollen wir doch in uns hüten und stärken. Er ist unser Stern, dem wir treu bleiben wollen. Er ist unser Quell, aus dem die göttliche Musik unseres Meisters entsprang. Was ist denn klarer, wahrer, echter als die Musik unseres Beethoven? Gerade diese Musik brauchen wir heute. Die Musik des Kämpfers und Siegers für die Kämpfenden und Siegenden. Das ist die Quelle, die im Herzen unseres Volkes als Gottesgabe verborgen liegt, die uns erlöst vom Banne des Feindlichen, Fremden, die uns zur Besinnung führt auf unsere Pflichten für unser Volk, unsere Jugend. Ja, ich habe mal gedacht, ich brauche bloß zum Hitler zu gehen, dann erfüllt er meine Wünsche. Ja, dabei wollte doch der Hitler nichts von mir wissen. Ja. War doch ganz unmöglich. Weiß ich, eine Sängerin, die wunderbar Isolde immer gesungen hatte, Emmy Krüger, die sagte, ach, ich schickte mich dann Telegramm, ich will mal wieder Schlagsahne essen in Basel und Bananen essen. Und das tat er, sofort hatte die ihren Pass. Aber ich doch nicht. Ja. Ich war doch verfemt, das hieß doch, ich hätte jüdische Freunde. Hat doch der Hitler furchtbar angekreidet. Goebbels war bestimmt allergisch auf so einen Typ wie Elina, die also nicht hinter Berg hielt mit ihren Ansichten. Ich nehme an, dass sie in einer gewissen Weise gelitten hat darunter, dass sie sozusagen bei Hofe nicht so angesehen war wie die anderen. Kempf, Backhaus, Fischer kriegten die Professorenwürde vor ihr. Und erst nach Einsatz von Richard Strauss schreibt sie in ihren Briefen und einem anderen einflussreichen Mann in Berlin für Kulturfragen ist erreicht worden, dass sie auch einen Professor kriegt. Telegramm der Deutschen Reichspost vom 20.04.1937. Herrn Reichskulturwart Hans Hinkel im Propagandaministerium Berlin. Mit tiefer Freude höre ich von Ihren wundervollen Worten, die Sie so gütig waren, mir bei Gelegenheit der hohen Auszeichnung durch den Führer zu widmen. Es wird weiterhin mein heißes Bestreben sein, unserer Jugend die Einheit des gewaltigen Geschehens durch unseren Führer mit den erhabenen Schöpfungen unserer großen Meister nahezubringen. Ihr Verstehen ist mir dabei eine große Hilfe. Wärmsten Dank und Heil Hitler! Ihre Elli Ney. Elli Ney im Kriegsjahr 1942. Bekenntnis zu Ludwig van Beethoven. Veröffentlicht im Buch Von deutscher Tonkunst. Eine unerbittliche Kampfbereitschaft und überwältigende Siegesgewissheit strahlt uns aus Beethovens Werken entgegen. Sie spiegeln die gleichen Spannungen und Schwingungen wider, die wir auch in der heutigen Zeit so stark erleben. Briefe unserer Soldaten beweisen, dass gerade sie durch das Erleben beethovenscher Musik mitten im Kampfgeschehen stark berührt und gepackt werden von der unverletzten Darstellung des ewigen Gesetzes, welches ihren fanatischen Kampf- und Siegeswillen stärkt. Was sie da sagt, finde ich nicht von der Art, dass man sagen kann, das hat sie geschrieben, um das politische System zu stützen, sondern das war ihre Auffassung für Musik als Heilung, als Kraftquelle.
für jeden, der offen war für Musik. Elli Ney in der Zeitschrift Die Frauenwarte, Heft 4, September 1942. Ich will eines sein, und das aus vollem Herzen und ganzer Seele: Volkspianistin. Ich will als mütterliche Frau und Dienerin dem Volk Führerin sein dürfen, zum Himmelsgeschehen Musik. Und ich will dies im Sinne Beethovens sein, der gesagt hat: Höheres gibt es nicht, als der Gottheit sich mehr nähern zu dürfen als andere Menschen, um von hier aus die Strahlen der Gottheit unter dem Menschengeschlecht zu verbreiten. Ich habe einmal für Flüchtlinge mich eingesetzt. Und habe geschrieben, der sollen sie doch einen Pass geben nach Amerika. Dem wollten sie keinen Pass geben. Und ja, da hat mich die Gestapo gewarnt. Ich durfte mich nicht einsetzen für solche Leute. Oh nee, das war sehr gefährlich. Ich war überhaupt auf der schwarzen Liste bei den Nazis. Ja. Nach 45, wenn man dachte, der Abdruck ist vorbei, da ging auf einmal die Hetze gegen mich los. Oh, das waren die, die mich nicht mehr spielen lassen konnten. Natürlich hat das System sich ihrer Popularität bedient, aber sie haben sie klein gehalten und das hat sie gemerkt und darunter in einer bestimmten Weise gelitten. Dass man sie so politisiert, finde ich nicht gerecht, weil sie auch in dieser Zeit und davor und danach, also nach 45, hat sie die gleiche Musik gemacht für die Leute, die Musik hören wollten. Was sie da verdient hat, keine Ahnung. Das war eigentlich auch nie ein Thema. Das interessierte sie eigentlich gar nicht. Ich hoffe, das reichte. Kriegswirtschaftlicher Stellungsbefehl für die Künstlerin Elli Ney. Nachdem sie, einer Entscheidung des Präsidenten der Reichskulturkammer entsprechend, durch das zuständige Arbeitsamt für die Künstlerkriegseinsatzstelle Dienst verpflichtet wurden, habe ich nach Beratung im Sachverständigenausschuss unter Berücksichtigung ihrer künstlerischen Leistungsfähigkeit, ihres bisherigen Einkommens und der grundsätzlichen Bestimmungen für die Arbeit der Kulturschaffenden im Sinne des totalen Kriegseinsatzes ihre Gage bis auf Weiteres auf den Betrag von 5.000 Reichsmark brutto monatlich festgesetzt. Die Auszahlung dieser Gage erfolgt monatlich post numerando. 1. Februar 1945. Heil Hitler. Gezeichnet Hermann Ruben. Die durften wählen, wen sie als Solisten wollten. Da haben sie mich immer gewählt. Da hat sich aber die Bürgerschaft nachher beschwert, die konnten nicht in die Konzerte mit ondulierten Haaren und so weiter. Nicht, da waren nur die Arbeiter noch in Konzerten. Die mussten die Konzerte fünfmal wiederholen. Da waren 10.000 Mitglieder in Amsterdam. Und die waren so geschult, da spielten die ersten Solisten alle. Und wenn ich schon an der Grenze ankam, da pfiffen die Gepäckträger schon das Estor-Konzert von Beethoven. Dann dahin, haben sie da gemacht. Ja, und auf der elektrischen, die Straßenbahnschaft noch. Ach, da kommt der Beethoven, haben sie gesagt. Und pfiffen das Violinkonzert. Da, also das ganze Volk ist mit Musik gefüttert worden. Thank you.
der Knappertsbusch, der dirigiert auch wunderbar Tristan, Meistersinger, Parsifal, alles. Aber beim Beethoven-Konzert, da kann er einfach nicht halten. Mhm. Da sagt er mir, ach, ich spiele das aber langsam. Gestern habe ich das mit einer Pianistin in Paris in 20 Minuten gespielt, das ganze Stück. Sag ich, ist das auch ein Argument, wenn ein Dirigent sowas sagt? Nein. Wer hat das gesagt? Knappertsbusch. Ach so. Ja, das muss ein bisschen launiger Kerl sein. Ja, der ist launig. Der Knappertsbusch. Ja, der hat von allem etwas, aber auch keinen Halt in sich. Das, was du nennst, keinen festen Charakter. Das spürt man. Ja, ja. Einmal so und einmal so. Und er hat auch, es langweilt ihn im Grunde auch. Den Knappertsbusch? Die Meistersinger dirigieren hier in München. Da saß er, war er kaum reingelaufen aufs Pult. Bums, war der erste Akkord schon da. Da-dam, da-da, da-da-da, da-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 
hat doch nicht direkt was mit Eitelkeit zu tun. Nee, also sie war überhaupt eine sparsame Frau. Also Geld zum Fensterhaken gab es nicht. So, wollen wir jetzt ins Bettchen gehen? Was meinst du? Ein bisschen arbeiten. Ja, du kannst ja, setz dich an den Flügel. Nein, du bist müde, hast du eben gesagt. Ich muss doch diese eine Sache, die ich heute... Na komm, gehen wir mal an den Flügel. Sonst kann ich das morgen nicht spielen in Aachen. Nee. Was spiel ich denn in Aachen? Doch nicht die 100 Mal. Die 110. Die 110. Aber die 26. Ja. Das darf nicht passieren. Das jetzt haben wir bis Weihnachten das gleiche Programm. Ja. Ist doch gut, ne? Im März 1968 war sie unterwegs, ich war nicht dabei und es war ein Konzert in Darmstadt. Klavierabend. Und zwar zwei Abende hintereinander. Und am ersten Abend muss sie so einen Schwächeanfall gehabt haben, worauf der Arzt hat gesagt, jetzt bleiben Sie mal liegen und vergessen Sie das Konzert vom nächsten Tag. Und tatsächlich ging es ihr am nächsten Tag noch schlechter. Und dann ist sie sofort nach Tutzing gekommen. Hatte da ihren Hausarzt und legte sich nieder und wurde einfach immer schwächer. Die Lene, Barbara und ich haben uns abgewechselt in Tag- und Nachtwache. Ich hatte so eine kleine Kemenate über diesem Zimmer, in dem sie lag. Und ich war also immer nah dran. Aber sie sprach eigentlich nicht mehr. Und dieser ganze Prozess von der Ankunft in Tutzing bis zu ihrem Ende, es war ungefähr 10 bis 14 Tage, meiner Erinnerung nach. Und dann kam der Hausarzt immer mal und so, er hat wohl nicht viel gemacht, hat sie einfach gelassen. Der Körper wurde immer schwächer und die Organe funktionierten nicht mehr und sie konnte sich nicht mehr äußern. So in der Mitte dieser zwei Wochen hatte ich meine Nachtdienste und sie wachte auf und hat sich sozusagen schwer zu verstehen geäußert in dem Sinne, dass sie aufstehen, sich anziehen will und zum Klavier will, also im Podium. Also das konnte sie gar nicht mehr klar formulieren, aber es war deutlich. Und dann haben wir sie tatsächlich zusammen im Bett aufgerichtet und angezogen. Mit dem Konzertkleid und ich glaube sogar den Halsschmuck, der immer dazugehörte. Und dann stand sie da und versuchte nun zu gehen, als wenn sie aufs Podium geht. Und nach kurzer Zeit brach sie einfach zusammen. Kirche aufgebahrt. Das habe ich mir auch nicht angesehen, denn ich hatte sie ja dann erlebt in dem Totenzimmer noch. Ich bin ja nicht mehr ins Haus gegangen. Und bei der Beerdigung bin ich da in den großen Trauerzug, der da war, hinten irgendwo mitgelaufen. Diese Erinnerung an diese letzten Tage, das ist das Gefühl, was ich mir bewahrt habe, was ja auch elementar ist. Diese ganze Zeit war die wichtigste Periode in meinem Leben. Das ist ja auch eine Erinnerung, ne? Musik.
steht doch Hamburg dran. Jetzt verstehe ich. Kindern, fahr bitte. Oh. Ja, willst du nicht fahren? Doch. Oh, und jetzt diese Bahn. Was war denn das eben? Das war Elli Ney und ihr Chauffeur. Tonbandprotokolle aus der Limousine. Ein Feature von Axel Fuhrmann. Sprecher Beate Himmelstoß und Peter Veit. Technik Adele Kurzil. Redaktion Falk Häfner. Eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2015.